Wie fanden Sie denn die Suppe? Die Suppe war wirklich sehr lecker. Man sieht ja, alle essen eifrig, holen nochmal Nachschlag. Und die hat wirklich richtig fein geschmeckt nach Ingwer, feine Kartoffeln also und sonstiges Gemüse. Und jetzt habe ich gerade eben gesehen, jetzt wird noch rote Beete gemacht mit Gyros-Gewürz. Das hört sich auch interessant an. Wie finden Sie denn dieses Projekt? Ich finde das Projekt super, weil ich freue mich auch, dass als Oberbürgermeisterin so viele, auch insbesondere Schülerinnen und Schüler, bei dem Thema fairer Handel mitarbeiten, bei dem Thema regionale Produkte, weil wir sind ja jetzt auch die Hauptstadt des fairen Handels und die sind wir nur geworden dank einer Schule wie eurer, die schon in den letzten Jahren ganz viel mitgemacht haben und jetzt nochmal so ein super Projekt. Und man behält ja auch die Titel nur, wenn man wirklich viele Projekte nachweisen kann. Und das heute ist wieder ein tolles Projekt. Vor allen Dingen macht es auch auf die regionalen Produkte hoffentlich Lust, dass die Schüler zu Hause sagen, ich will morgen auch mal so eine Suppe oder ein Gemüsegericht. Haben Sie auch schon Projekte, die Sie in die Tat umsetzen wollen? Ja, wir haben einige. Wir haben jetzt gerade nochmal den fairen Kindergarten vor kurzer Zeit ins Leben gerufen und wir sind dabei, haben jetzt gerade ein faires Frühstück gemacht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit die auch auf das Thema aufmerksam werden. Wir werden jetzt eine internationale Konferenz noch ausrichten zu dem Thema. Ja, und sind eigentlich Tag für Tag mit dem Thema beschäftigt, auch zu Hause, fairen Kaffee kaufen, regionale Produkte verwerten. Und das macht eigentlich Freude.